Die Apostel waren sicher, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis Jesus die hohen Priester und die Römer stürzen und sein eigenes Königreich in Israel errichten würde. Aber Jesus musste sie enttäuschen. Christus versucht, seine Jünger auf die Ereignisse in der Passahwoche vorzubereiten, dass er in die Stadt gehen und am Kreuz sterben werde. Aber keine Angst, er werde von den Toten wieder auferstehen. Seine Rede muss auf fassungsloses Schweigen der Apostel gestoßen sein. Wie konnte Jesus Israel retten, wenn er tot war? Jesus war zornig. Die Apostel hatten noch immer nichts verstanden. Sie schienen alle miteinander zu erwarten, dass Jesus ein mächtiges Königreich auf Erden errichten würde. Die Apostel stritten sogar schon um ihre Posten in der zukünftigen Monarchie. Die Mutter von Johannes und Jakobus bat Jesus, ihre Söhne im Himmel zu seiner Rechten und Linken sitzen zu lassen. Sie kommt zu Jesus und bittet ihn, ihren Söhnen einen besonderen Platz zu geben. Aber damit hat Jesus nichts zu schaffen. Es geht ihm nicht um Macht, um Positionen, Prestige oder Ruhm. Aber die eigenen Hoffnungen machten die Apostel blind, besonders Judas. Judas war ein Fanatiker. Er glaubte. Und was er glaubte, war das einzig Richtige. Er glaubte, dass Christus mit einer ganzen Armee anrücken werde, mit den Engeln, um mit ihrer Hilfe das römische Reich zu besiegen. Und dass er nur noch den rechten Zeitpunkt abwarte. Als sie sich auf den Weg nach Jerusalem machten, zum alljährlichen Passafest, glaubten die Apostel, auf dem Weg zum Ruhm zu sein. Aber es sollte anders kommen. Die 12 Apostel hatten 3 Jahre lang mit Jesus gelebt und von ihm gelernt. In der Zeit war er in ganz Israel berühmt geworden. Als Jesus und seine Jünger nach Jerusalem kamen, um das alljährliche Passahfest zu feiern, wurden sie von einer jubelnden Menge begrüßt. All die Leute kommen, weil sie seine Wunder schon miterlebt und ihn predigen gehört haben. Sie zweifeln nicht im geringsten daran, dass er der Messias ist. Und sie bedecken den Boden mit ihren Mänteln und Umhängen oder wenigstens mit Palmblättern. Und sie rufen, hier kommt der Messias. Es herrscht große Aufregung, dass er zurück ist und etwas Außergewöhnliches bevorsteht. Aber was dann passiert, das haben sie beim besten Willen nicht erwartet. Als Jesus gekreuzigt worden war, flohen die Apostel panisch vor Angst. Es musste ihnen das Herz zerreißen. Er war jemand, den sie liebten. Das war eine Verbundenheit, die sich über die Jahre entwickelt hatte. Sie hatten zusammen gegessen, sie hatten ihn predigen gehört, sie hatten ihn weinen gesehen und sie glaubten an ihn. Er war ein Freund und ihr Herr und Meister. Und der fürchterliche Tod, den er starb, das musste ihnen das Herz zerreißen. Neben dem Apostel Johannes fand sich noch ein treuer Anhänger unter dem Kreuz ein, um zu wachen und zu weinen. Maria Magdalena. 3 Tage später war sie die Einzige, die es wagte, Jesus Grab zu besuchen. Als sie dort ankam, stellte sie mit Entsetzen fest, dass es leer war. Nachdem Maria Magdalena erkannt hat, dass das Grab leer ist, verlässt sie es und sieht jemanden dort stehen. Da steht eine Person, die sie für den Gärtner hält. Sie sagt, hast du gesehen, was sie mit meinem Herrn gemacht haben? Und Jesus sprach sie mit ihrem Namen an. Sie erkannte seine Stimme. Sie hatte ihn am Kreuz gesehen, aber sie hörte seine Stimme und wusste sofort, dass er es war. Und das, was immer geschehen war, ungeschehen gemacht worden war. Whatever happened there had been out undone. Maria Magdalena lief, um den Aposteln die gute Nachricht mitzuteilen. Jesus war von den Toten auferstanden. Sie rennt zurück und berichtet Petrus und Johannes davon. Natürlich glauben die ihr nicht. Sie ist nur eine Frau. Sie hat sich geirrt. Sie hat jemanden irrtümlich für den Herrn gehalten. Er selbst konnte es einfach nicht sein. Die schrecklichen Ereignisse der vergangenen Tage, das muss ihnen alles über den Kopf gewachsen sein. Sie waren wohl immer noch geschockt, völlig durcheinander. Wie sollte man das auch verstehen? Ihr Anführer war aus ihrer Mitte gerissen und getötet worden. Und jetzt plötzlich diese Berichte, dass er noch lebte. Später, als sich die Apostel heimlich versammelten, erschien zu ihrer großen Überraschung Christus. Sie glaubten ihren Augen nicht zu trauen, bis sie die Wunden untersuchten, die er vom Kreuz davongetragen hatte. Ein Apostel aber fehlte,
Derjenige, der bekannt wurde als der ungläubige Thomas. Er wird so genannt, weil er bei Jesus erstem Erscheinen nach der Auferstehung nicht anwesend ist. Als sie sich eine Woche später wieder versammeln, berichten sie Thomas davon und er glaubt ihnen nicht. Er sagt, bevor ich ihn nicht gesehen und berührt habe, glaube ich euch nicht, dass er auferstanden ist. Und Jesus erscheint und sagt, bitte, wenn du diese Wunden berühren willst, dann tu es. Thomas muss damit zurechtkommen, dass er gezweifelt hat. Aber ich glaube, er war damit nicht allein. Wart mal, hast du ihn berührt? Wir wollten das ja eigentlich nicht, aber naja, mach ruhig, Thomas. Dir traut man sowas schon zu. Die Apostel hatten ihren Glauben wiedergefunden. Der ganze Glaube hängt von der Auferstehung ab. Ohne Auferstehung wäre unser Glaube vergeblich. Petrus hätte gesagt, Jesus war ein großer Lehrer, ein wahrer Rabbi, aber nicht der Herr. Die Auferstehung also schuf das Fundament, die Basis. Er lebte. Jesus vergab den Aposteln, dass sie ihn am Kreuz allein gelassen hatten. Einer aber war verdammt in alle Ewigkeit. Judas. Als Judas klar wurde, dass er den wahren Messias verraten hatte, versuchte er die 30 Silberlinge, die er erhalten hatte, zurückzugeben. Es gibt zwei Versionen von den anschließenden Ereignissen. Einmal heißt es, dass er sich schuldig fühlte, enttäuscht war, wovon auch immer, und vollkommen verzweifelt und sich deshalb erhängte. Einer anderen Version zufolge hat Judas sich von seinem Lohn, dem Blutgeld, einen Acker gekauft, den sogenannten Blutacker. Dieser zweiten Version zufolge stürzt Judas auf dem verfluchten Feld und stirbt. Beide Versionen werfen die Frage auf, ob Judas nur eine unheilvolle Rolle in dem Drama um Christi Tod spielte oder wirklich die Verkörperung des Bösen war. In der Geschichte, in der Judas eines furchtbaren Todes auf dem Feld stirbt, das er für die 30 Silberlinge gekauft hat, in der Geschichte also wird Judas durch Gott nachgerade von seiner Qual erlöst. Von dieser Verzweiflung, die er empfunden haben muss, darüber, dass er seinen Freund verraten hatte. Utter sense of here's my friend who I betrayed. Judas war nicht böse. Judas war einfach nur ein schwacher, verführter Mensch. Wenn man böse ist, hat man ausdrücklich die Absicht, Gott zu bekämpfen. Eine eindeutige Sache. Is to fight God all the time. It's clear. Wenn man aber sündig ist, dann macht man Fehler, so die Kategorie von tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber wenn man böse ist, dann steckt Absicht dahinter. Wie alle Apostel hatte auch Judas seine Rolle in Gottes Plan gespielt. Jetzt war es an den übrigen Aposteln, Jesus' Mission zu erfüllen. 3 Tage nach der Auferstehung machte Jesus den Aposteln ein ganz besonderes Geschenk, die Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist würde ihre Predigten inspirieren und die Apostel befähigen, Wunder zu wirken. Er ermächtigte sie, in die Welt hinauszuziehen, und das taten sie. Aber bevor sie hinauszogen, sprach Jesus ein letztes Mal zu ihnen. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann fuhr Christus in den Himmel auf. Der Bibel zufolge begaben sich die Apostel nach Jesu Tod in Jerusalem erst wieder während des alljährlichen Erntefestes zu Pfingsten in die Öffentlichkeit. Juden aus dem gesamten Mittelmeerraum kamen nach Jerusalem, um am großen Tempel zu feiern und zu beten. Die Apostel versammelten sich im Obergemach des Tempels und warteten auf Anweisungen. Vor der Predigt hatte Jesus ihnen gesagt, dass sie dorthin gehen und bleiben sollten. Er werde ihnen sagen, was zu tun sei. Plötzlich pfeift ihnen ein brausender Sturm um die Ohren und sie sehen Zungen aus Feuer, die auf ihren Köpfen sitzen. Sie sind verwandelt. Sie sind nicht mehr die jammernden, verschreckten Jünger, die Angst um ihre sterblichen Höhlen haben. Sie sind jetzt die bevollmächtigten Diener Christi, die hinausgehen und der Welt das Geschenk der Erlösung überreichen werden. Die so erleuchteten Apostel erklommen die Stufen zum großen Tempel von Jerusalem. Die Menge hielt sie für betrunken. Und dann erhebt sich Petrus und sagt, oh nein, es ist viel zu früh für sie, um betrunken zu sein. Lasst mich euch sagen, wovon sie sprechen. Lasst mich diese Geschichte erklären. Und dann beginnt er zu predigen. Und es ist die Macht seiner Predigt, die Tausende dazu veranlasst, den Glauben anzunehmen und sich ihnen anzuschließen. 3000 Menschen ließen sich an diesem Tag taufen.
Aus den Aposteln waren tatkräftige Prediger und Wundertäter geworden. Tausende scharten sich um sie, um durch ihre Berührung genauso geheilt zu werden wie zuvor durch Jesus. Sie hätten es schon früher tun können. Ihr Glauben hatte dazu nur nicht ausgereicht. Sie hätten Zugriff auf den Geist gehabt, aber jetzt war er über ihnen ausgegossen worden.